Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir diesen wunderschönen Turm hier betreten, wo China einen Pakt mit den Geist des Donners hier schließen soll, Volt. Und ja, dieser Ort hier strahlt ja nur sowas von gute Laune und Abenteuer aus, deswegen, ja, mal gucken, was hier passiert. Okay, ich habe eine Idee. Mach mal das Ding hier weg. Und mach mal das hier. Übrigens wieder die Erfahrungsgeben ein bisschen umgeändert. Deswegen sollte ich immer vielleicht gegen jemanden kämpfen. Mein Gott, was zum... Leuchtkugel. Sein, das ist ein Donnerschwert. Ich wollte schon sagen, die sah nicht aus wie Schwerter. Schilde Barriere. Ich würde da irgendwie mehr sagen, passt mal auf euren TP-Verbrauch auf, aber irgendwie haben wir nie damit Probleme, habe ich das Gefühl. Ah. Schwert gegen Axt. Wenn wir im Fire Emblem wären, dann hätte ich verloren. Okay, nichts Neues gelernt. Dann. Weiß ich nicht. Warten wir mal, bis ich eine dritte bekomme wieder. Ich habe mal Neutralisator und Magie gemacht, aber... Was hatte ich hier nochmal? Geist und Maximal TP, ja, das ist irgendwie besser. Und Ausruhen. Weiß nicht, ob es das so bringt, aber egal. So, jetzt habe ich ja das Ding hier reingepackt, ne? Deswegen. Ja. Ich wusste es. Mein Gott, ist das ein starker Blitz. Okay. Ich habe schon irgendwie gedacht, dass das so passiert. Was passiert, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke? So, lass mich ran, wir können jetzt Blitze schießen. Boah! Es scheint, als könnte man damit Strom schießen. Boah, dieser Strom ist blau. Ich frage mich, ob er einen Nutzen hat. Hm, vielleicht gibt es etwas, das nur durch dieses Strom, diesen Strom zerstört werden kann. Hm, zum Glück sind hier irgendwelche Blöcke. So. Ja, das Ding ist blau. Blau, 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 blau. Boink. Aber. So, vorsichtig. Ich war noch nicht in so ein Ding reingegangen, aber ich habe so das Gefühl, wird sehr, sehr wehtun. Silbanisch. Ja, so können wir eigentlich einfach mal machen. Egal, ich mache lieber so. Wow. Okay, Colette könnte ihn auch ausrüsten, ne? Okay, dann weiß ich nicht. Weiter. Nehme ich an. Oh, perfekt. So, ich möchte mal andere Farben gerne haben. Okay, da geht schon weiter, sehe ich. Ha! Suckers! Mhm. Ah, da ist das Ding, ne? Boink. Okay, das heißt, wir müssen noch gelb und rot haben. Überhaupt nicht kompliziert aufgebaut, das Ding. Hm, mein Gott, vier Gegner auf einmal. Hoffentlich erhöhen sich ihre maximal KP irgendwann mal. Mein Gott, kannst du mal aufhören, den Spielplatz immer zu stören, Rain. Darauf musst du jetzt jetzt einsetzen. Aber okay. Okay, 25 Dinge. Maximal KP erhöht, jawohl. Kaum spreche ich es mal an, dann passiert es. Sehr schön. 2330, okay, muss ich mir merken. So, ist hier irgendwie was? Nö. Weiß nicht, soll schon da weitergehen? Bams. Irgendwas? Irgendwas? Nein. Okay. Dann gucken wir mal, was hier ist. Es ist stockdunkel. Wir sollten acht geben, damit wir nicht vom Weg abkommen. Wenn du kurz davor bist zu fallen, drück Kreis, dann kannst du weitergehen. Ja, kann ich nicht laufen, also gehen. Okay, ich bleib einfach
stehen, wenn es gerade dunkel wird. Ja, okay. Ich dachte, da kommt nichts mehr. So. Und das war umsonst. Oh. Ja. Oh. Okay. Okay, ich wollte sowieso mal einmal ausprobieren, was passiert, wenn wir da nicht runter, wenn wir uns nicht retten oder so. Ist eine Truhe? Nein. So, was war da oben nochmal? Da oben waren, okay, da waren so gelbe Kissen, stimmt. Dann weiter. Ich möchte andere Farben haben. Oh, das sieht noch Spaß aus hier. Hey! Nein! Ich konnte mich sogar noch bewegen, ich fasse nicht. So, und zack. Okay. Wenn ich nur zwei Angriffe einsetzen würde, würde das dann bedeuten, ich könnte irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Angriffe dann, ja, wie soll ich das erklären? Wenn ich zum Beispiel zwei Charaktere hätte mit Demon Fang oder Demon Fist, so wie in Tales of Cilia, also Demonic Fang oder irgendwie sowas. Nee, wie war nochmal? Dämonic Chaos, genau. Also ich dürfte jetzt zum Beispiel nur Demon Fang und Demon Fist einsetzen. Und ich kann da nicht rein, zum. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vier Angriffe einsetze, dann wird das irgendwie annulliert. Mal nehmen wir mal an, ich würde vier Angriffe einsetzen, von denen jeweils zwei immer. Oh Gott, noch mal so weit. Von denen. Von ihnen jemals zwei. Ja, Mann, ich würde vier Angriffe einsetzen, von denen jemals immer zwei. Ja, eine Uniso-Attacke sozusagen bilden. Das dann bedeuten, dass. Oh Gott. Weiß ich nicht. Hat sich einige hier annullieren würden irgendwie. Ich verstehe halt nicht mit denen. Und die so Attacken habe ich auch im zweiten Teil nicht verstanden. Da war ja auch irgendwie so was Ähnliches, glaube ich. Okay, schön. Ich dachte erst irgendwie, das Ding der wäre nicht so groß, aber es ist groß. Oh, das kenne ich noch. Das kenne ich noch. Und das war nervig. Ich darf keine indirekten Spoiler von dem zweiten Teil hier aussprechen, Mann. Ist nix. Ist auch nix, da ist was. Schon wieder so ein Dingen. Ja, wird lustig hier. Oder nicht, wenn ich jetzt daraus fliege überhaupt. Vor allem, ich kann nicht gehen, das nervt mich ein bisschen. Doch, na klar kann ich gehen, ich Idiot. Wieso dachte ich, kann nicht gehen? Oder oh, ist eine Truhe? Eine Truhe! Geschenk der Geister! Der Fuck ist es. Ah, okay. Uah. Na. Oh, das ist ein riesiger Tempel hier. Verdammt, warum? Okay. Immer noch mit dem blauen Ding herum. Das Gelbe bringt mir nichts. Ich habe gerade irgendwie Essen generiert, glaube ich. Da werden ja immer mehr Gegner. Aua. Sie bombardiert jetzt mit ihren Zaubern auch alles mögliche, ne? Okay, wir haben 7 Charaktere, deswegen TP-Verbrauch wollen wir uns jetzt nicht so sorgen. Aua. Aua. Auf dein blaues, dein grünes Zeug auf uns werfen.
Sehr schön. Natürlich nicht. Na, der Fuck ist es. Bringt das irgendwas? Ach, ist er jetzt nicht mehr im Wasser oder ist im Wasser eingeschlagen jetzt, ne? Die ganze Zeit. Nein. Ich überlege echt gerade, ob ich mich runterfallen lasse. Ich glaube, da würde ein bisschen kürzer gehen. Nein. Ich wollte blind durchgehen. Oh, okay, wollte schon sagen, wenn ich da runterfalle, ne? Ist doch nicht so schlimm. Nein! Hab ich doch gar nicht mehr bewegt. Boah, ich liege. Außer. Oh, sehr schön. So, boah. Pff. Ich glaube, ich habe unbewusst in den Bein rein. So, machen wir mal das Ding hier. Ist eine riesige Maschine. Welchen Zweck dient sie? Ich glaube nicht, dass sie in Betrieb ist. Ja, die Steuerung befindet sich wahrscheinlich an einem anderen Ort. Arbeite. So, dann. Ich weiß auch gar nicht mehr, was man da machen musste. Ja, man musste hier die Dinger aktivieren und deaktivieren. Oh, thank you, das gab. Brauchst nicht immer unsere Angriffskraft erhöhen. Wir schaffen das schon so. Bei Strategie. Seltener einsetzen, ja. Ich hoffe, dass. Hat doch nichts mit Dingen zu tun, ja. Na egal, die machen sowieso alle, was sie wollen. Wir haben noch ein, zwei Heiler und so. Also wir bekommen ja genug Heilgegenstände und so. Ey, tut die jetzt ein bisschen hier verballern. Ich habe auch lieber erstmal TP anstatt Gegenstände. Das ist so meine Defensive. Speicherkristall gefunden. Oh, super. Ich glaube, ich sollte echt öfter gegen Monster drin kämpfen, weil irgendwer hinterlässt immer einen Speicherkristall, oder? Mein Gott, beinahe. So, dann weiß ich nicht. Hier oder? Wo kam ich? Oh, okay. Warte. Da war doch so ein blaues Ding, ne? Bei uns. Was? Okay. Oh, jawohl. Jawohl. Jetzt kriegen wir ganz viel von denen. Ja, wer bekommt die nächste? Weiß ich nicht. Rain, was bekommst du denn da Schönes? Tempo, Wacht plus Ewigkeit. Was, was? Oder... Oder Genis, Genis, wo bist du? Ewigkeit, Kompass, Rhythmus. Ja, komm. Bisher habe ich nur bevorzugt, weil sie, weil ich sie mag. So. Ausruhen, das bringt nichts. So nicht voll viele. Ewigkeit, das bringt's nicht. Rhythmus. Ja, vermindert Schaden durch Inventarattacken. Mach mal das mal. Ein bisschen ausprobieren. Wow, wenn ich das Ding nicht zerstört hätte, ne? Oder dann runtergegangen wäre, dann hätte ich die Truhe ja nie bekommen. Fällt mir gerade so auf. Duellhelm. Oh, okay. Sehr schön. Boah, die wären als verpassbar gewesen, die Schätze, glaube ich.
Und dann mitten in den Gegner rein, ne? So, Duellhelm. Lloyd. Und wo wir schon dabei sind. Ich muss mal Heilungsablösung machen. So, was ist hier? Zepter des Donners. Ja, da habe ich dich rausgenommen, Mann. Jo. Boah. So, wie komme ich in die andere Schatztruhe ran? Zellos, verballer bitte nicht so auf deine TP. Ich habe für doch. Au. Ich würde schon wieder glatt sagen, das Spiel ist ein bisschen zu einfach, aber dann kommt der nächste Boss und haut mich kaputt. Au. So, lass mal lieber. Den Titel Gefährtin erhalten. Okay. Sei mal. Was bekommst du hier? Verteidigung, Intelligenz, Verteidigung, Intelligenz. Um Intelligenz. Ja, immer die neuesten, würde ich sagen. So, du hast glaube ich nichts Neues bekommen, oder musst du im Kampf sein? Genis. China habe ich gesagt, wie sollte lieber im Team drin bleiben. So, Erfahrungsfähigkeiten. Oh, das sind S-Dingen. Warum? Ja, T-Typ. So. Kann ich schaden, wenn das Ding hier aktiviert wird, ne? Ich nur irgendwie an die eine Schatztruhe rankommen, wo immer sie jetzt gelandet ist. Nein. Warte mal, Abkürzung. So. Ding. So, nein. Das hört man definitiv in Aufnahme. Ja, okay. Und Rainer. Achtung, Blitz. この建物自体が帯電しているのであろうか。確かにいつ我々に雷が落ちてくるかわからん。でもまだ精霊と契約してないし。 Traum macht er sich Sorgen, wir haben noch keinen Pakt geschlossen mit dem. Wir dürfen vorher noch nicht gegrillt werden oder was? So, jetzt bin ich wieder hier, okay. Ich irgendwie jetzt da runter. So, weiter, nein. Versuche leise zu drücken, vielleicht hört man das nicht. Wie geht denn das überhaupt? Versuche leise schnell zu drücken. Ah, hier ist die Truhe. Erfahrungsgeber Level 2, was soll ich denn damit? Okay, vielleicht kann das irgendwie nützlich sein, wenn man zweimal die gleichen irgendwie verbindet, aber weiß ich jetzt nicht. So, hier ist so ein Speicherdingen. Gar nicht erkannt. So. Was ist hier? Okay, da kann man auch nichts machen. So, da kann ich doch bestimmt mein Dings ändern. Jetzt kann ich doch hier rein. Früher konnte ich bestimmt nicht hier rein, ne? Weil alles unter Strom war. So. Gelb, okay. Die gleichen Kraftschub. Oh, Dingens, China setzt gerade Wassersiegel ein. Sehr schön. Jawohl. Und den.
Sehr schön. Jetzt krieg ich einen Kraftschub. Ich wünsche, ich kann auch so was machen. Egal. Ja, wenn man Unlieben zaubert. Ich will auch passen, wenn ich mit dem Blitz hier hinschieße. Blop, 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 blop. Da können wir noch nicht hin, okay. Dann gehen wir noch mal ganz zum Anfang zurück, da waren ja so Kisten. So, und da oben waren auch Kisten, genau. Da gehen wir erstmal ganz zurück, weil da sind, glaube ich, Schätze, die möchte ich haben. Hey! Fuck, schon blag! Verdammt. Ja, setzt so eine Dinge ein, das bringt's voll. Ja, blöd, dass eigentlich verzeichnet wird, welche Angriffe man verbinden kann und so weiter. Bin ich ein bisschen blöd. Krieg ich gerade ein. Sehr schön. Absolute Infliction. Sehr schön. Hey, nicht auf uns zeigen, Mann. Der Angriff sieht so heftig aus. Feines Granulat, sehr schön. So, wo war jetzt das Gelbe? Hier war das Gelbe. So. Komet gefunden. Okay. Oh. Wie sah das denn aus? Eine Waffe, die glitzert und funkelt. What? Ja. Mein Gott, die Pizza, wie die kaputt gehen, ey. Okay. Okay, das haben wir noch überlebt. Okay, dann würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Immer noch weiter in diesem Tempel. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.